Bad Eddie Carry gewinnt LEC? Ja, welcher der beiden? Oh, warte, es gibt noch einen Scheiß. Meinst du? Die Kalista hat auf jeden Fall gerade fett aufgepoppt. Wichtiger Play. Zukünftige AD Carry. Und League of Legends, LNO Community Clash. Wir sind ja eine Gruppe aus Leuten, die Rentner sind. Wir sind daran interessiert, junges Talent zu fördern. Deswegen gibt es ja LNO Prime, wo Leute quasi in ihrer Jugend, in ihrer Prime sind. Vielleicht ist das gerade der Scouting Ground für Bad AD Carry and Ugly. Wird das neue große AD Carry Sternchen am Horizont der LEC. Wer weiß, er gewinnt vielleicht in 5 Jahren Worlds. Wird auch toll. Wird auch toll. Aktuell ist er Master, das heißt, wenn er noch jung ist, hat er auf jeden Fall Potenzial. Kalista. Ist das jetzt eine Kalista Toplane? Eine Kalista Midlane? Ja, der Mid ist auch super gut, das Blitzplane da oben. Covert, jetzt hier der Engage, Flavor Magazine. Auch Firebreak, Firebreak sehr low so und wird hier raus. Nice! Schön. Für Bad Ending Carry. Ja, weiter. Nicht so hässlich, aber er ist sehr, sehr gut in die Prozent. Schön und wichtig hier. Doppelt. Auf was denn? Oh, willst du? Nein, leider. Wo ist nicht da? Okay, schön, Mann. Mach er jetzt mal. Matte Einhorn unterschätzt den Level 6 Power Spike von Kalista vehement. Und sie werden abgeholt, obwohl sie so gut dabei waren. Sie waren ja 2-0 und 1-0 und wir haben gegen 0-1 und 0-1 gefightet. Obwohl wir Double Kill. Das heißt, das Game bleibt spannend. Kalista ist auch stärker, als man denken würde. Aber gut, Serie hat Shield Pole, man will kämpfen. Und man bot den rein. Eben. Ja. Auf Jarvan einfach, oder? Backline. Java wird abgetauscht. Rackern. Magazin wird durchgezogen und damit ist eigentlich möglich. Aber Playboy ist ebenfalls fast dead. Geh raus, raus. Pass auf, Ori. Ist hier unten. Nicht so gut teamfighten, aber okay. 2 für 1 Tausch. Kann TP benutzen, who cares. Water geht away verloren, man defendet den Dive. Stark gemacht. IMO sind die Ark am Hinten gerade. Der ist nicht da, oder? IMO sind die Ark am Hinten. Pass auf. Wenn ja, ja, eigentlich schon. Also ich hab Stopwatch noch ab und sowas. Wie am Anfang gesagt, ich werde in die Gegner reinwerfen, ihr beides mal bitte. Okay? Ich glaube, wir wollen das Turn, actually. Ja, ich glaube, wir wollen das Turn. Mal sehen, ob Java und Jana ausreichen. Look. Der Java dabei, aber Wi-Fi im Fokus. Da kann der Backline nicht stark. Very funny Spiel, very funny Spiel. Damage auf Firebreak. Der Rackern beide von dem Spiel. Das macht der Einhorn sehr, sehr low. Wi-Fi auch so stark gehoben. Wi-Fi, Flashplay. Und aber nicht. Aber einen HP. So close, so tanky. Dann haben wir erstmal 2 für 2. Weil Team sehr, sehr low. Hier wird rüber geflasht. Nein. Bad Eddie Carry and Ugly geht nicht für den Play. Nein, beide Teams spielen mit dem Feuer. Beide wissen, Drake ist nur für ein Team relativ interessant. Ne? Rocket League Gaming kriegt Seele. League ist von Pokéflix nur den zweiten Drake, also gut zu wissen. Nash für beide Teams ist immer noch wichtig. Man kann bitte nichts werfen, oder? Er geht rein, Jeffer, ja, verdammt clean. Sehr, sehr gut. Damit hier Nash eine realistische Bedrohung. Man kann V-Coin ziehen auf Seiten von Vala. Der wird hier aber nochmal in Bedrängnis genommen. Matteman chased ihn. Schöner Sidestep nicht möglich. Cho'Gath Flash, Silence. Bei Relax Gaming, aber es ist so schwer zu teamfighten mit so viel AD gegen diesen Malphite. Der Malphite ist so ein Monster. Die gehen auf mich. Holtnix bestraft hier Blitzcane, der geht jetzt rein, aber die Combo sitzt einfach gut. Keine bei der Cash von Autotechnik, muss beide Malphite respektieren. Ult auf Holtnix, Holtnix ist so tanky. Der Zeit stirbt, aber auf der anderen Seite macht er einen Ort. Ist auch so starker Teamfight. Oriana heute noch nicht benutzt. Was? Bis jetzt kommt die Ult. Oriana hat den Ult. Aber durch den Fall. Das kann die Dick oder auch nicht. Nice. Der nächste Knockup sitzt, der nächste Hook sitzt, meine ich. Also, ja, ja, ich hab die Serie halt auf mir, ne? Warte mal am Leben, Baller kann die Tiere nicht treffen. Das haben wir 2009 treffen. Ich hab das gut, ich halte ihn auf. 2022. 200 Jahre. Oh doch, er trifft und damit tötet nice. Der Firebreak so gut von Baller. Ja, gut, Firebreak mit einem richtig großen Fehler. Der mündet in Elder Drake. Wahrscheinlich, denn sie haben nicht wieder Beast. Ja, Malphite spielt mit dem Gedanken zum Geld. Guckt euch an, wie safe hier die Carry steht. Nicht so gut. Yay, oh, die Lok ist zu gut! Mathe, Mann, tot! Pass doch nicht, Steck! Mach grad! Neckfeld an mir! Rackern! Dieses Game sind Hook nach 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 H
ich mach jetzt Christen. Der die Carry schafft. Du safe. Wir haben noch Elder. Hey, geht clean auf. Einfach auf Party. Er verliert gar nichts mehr. Noch Körper? Keine Chance. Hier ist kein Damage mehr. Firebreak. Keine Chance leider. Den sie sich geleistet haben auf Botnam bei der AD Carry Position. Danach ist Kalista nicht ein einziges Mal gestorben.